Du willst mehr über die digitale Transformation erfahren und wissen, warum du dich transformieren sollst? Dann bleib dran! Willkommen bei Agile Heroes Education. Mein Name ist Kerstin und auf dem Agile Heroes Festival 2021 erzähle ich dir über die digitale Transformation und wie du diese managen kannst. Die digitale Transformation ist gerade en vogue. Alle Unternehmen wollen nun digital arbeiten und ihr Unternehmen digital transformieren. Blickt man hinter die Kulissen, so stellt man fest, dass diese Transformation eher einem Change-Prozess aus alten Zeiten gleicht. Fokus liegt auf der Veränderung, auf der kurz- und mittelfristigen Veränderung von meist operativen Tätigkeiten. Die digitale Transformation bedingt eine komplette Änderung der Unternehmensidentität, der Kultur und der Werte des Unternehmens. Change und Transformation sind zwei grundlegend unterschiedliche Themenfelder. Viele verteufeln die Vergangenheit und denken, dass alles, was in der Vergangenheit erzählt wurde oder gemacht wurde, nicht dem Standard entspricht. Das ist falsch. Früher haben Unternehmen eine hervorragende Arbeit geleistet. Fokus lag darauf, dass sie die richtigen Prozesse hatten, ein klares Verständnis zum Wettbewerb, klares Vorgehen, Grundbodenkapital, alles, was ein erfolgreiches Unternehmen benötigt. Früher hat es super geklappt und sowohl die Unternehmen als auch die Mitarbeiter haben eine super Arbeit geleistet, um dieses Unternehmen so groß zu machen. Aber genau wie sich die Produkte verändern und unsere komplette Welt verändert, so verändert sich natürlich auch die Arbeitswelt. Ihr alle habt wahrscheinlich schon mal von VUCA und BANI gehört. Akronyme, die die veränderte Welt beschreiben, in der wir uns befinden. Die Welt wird zunehmend dynamischer. Wir haben sehr schnelle Veränderungen und manchmal sehr heftige Veränderungen. Die Welt wird unsicher. Wir können Pläne machen, aber die Pläne klappen meistens gar nicht. Durch die vielen Schnittstellenpartner, neue Wettbewerber, neue Prozesse wird unsere Welt zunehmend komplexer. Und Themenfelder sind auf ganz viele verschiedene Möglichkeiten interpretierbar. Das heißt, die Rahmenbedingungen wären für uns tatsächlich unscharf. Und das sind die Themenfelder, warum wir uns verändern müssen, warum wir unsere Arbeitswelt verändern müssen. Die Veränderung startet mit der Technologie oder ist bedingt durch diese Technologie. Deswegen auch digitale Transformation. Das heißt, mit der Digitalisierung startet diese Transformation. Und ein Modell, das diesen Verlauf sehr gut beschreibt, sind die 6 Ds der Disruption von Peter Diamandis und Stephen Kotler. Mit der Digitalisierung des Produktes startet der Disruptionsprozess. Im ersten Schritt sind wir von den digitalen Produkten enttäuscht. Wir haben viel mehr erwartet. Und das alte Produkt, das jetzige Produkt, das wir haben, ist deutlich besser. An dem Punkt, an dem die neue Technologie besser ist als die alte, das ist der Punkt der Disruption. Und ab diesem Punkt geht's richtig, richtig schnell. Es verschwindet nämlich das Produkt an sich selber und geht in einem anderen Produkt auf, der sogenannten Dematerialisierung. Der nächste Schritt in der Demonetarisierung verschwinden ganze Wertschöpfungsketten, weil ich natürlich das Produkt, das ursprünglich gebaut habe, jetzt in einem neuen aufgeht. Und der letzte Schritt ist die Demokratisierung. Das heißt, das Produkt ist so günstig, dass es sich jeder leisten kann. Und das ist kein Prozess, der Jahre dauert. Wenn ihr dran denkt, ist so, dass sich die Technologie alle 2 Jahre verbessert und zwar doppelt so gut wird bei gleichbleibendem Preis. Also könnt ihr damit rechnen, dass sich ganze Wertschöpfungsketten, ganze Produkte in 2 Jahren komplett verändern. Das ist der Grund für unsere digitale Transformation und in diesem Zusammenhang müssen wir auf 5 Themenfelder genauer achten. Wir müssen neue Geschäftsmodelle für unser Unternehmen definieren, um langfristig am Markt sichtbar zu sein und für unseren Kunden einen Mehrwert zu liefern. Wir müssen unsere Strukturen und Arbeitsorganisationen anpassen. Natürlich müssen wir unsere Prozesse flexibler gestalten. Der Stellenwert der IT ist ein weiterer Punkt, der überarbeitet werden muss. Und der 5. Punkt, eigentlich sogar der wichtigste, ist, das Mindset der Mitarbeiter zu verändern. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du diese Schritte gehen kannst, wie du diese digitale Transformation managen kannst,
dann komm vorbei beim Agile Heroes Festival und sichere dir jetzt dein Ticket.